Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein etwas anderes Programmiervideo, was ich eigentlich nicht mehr drehen wollte, aber da ich oft gefragt wurde und mich jetzt die letzte Zeit wieder ein bisschen mit MySQL beschäftigen musste, habe ich mir gedacht, dass ich da mal ein Update zu mache, weil das, was ich im alten Video gemacht hatte, also das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her, ist ja ziemlich veraltet, beziehungsweise so würde ich mittlerweile nicht mehr arbeiten und es geht besser. Vorab will ich nochmal kurz zwei Sachen in eigener Sache sagen, oder ein paar Sachen, und zwar einmal hier, das war nämlich eine Umfrage auf Twitter, mit der MySQL, oder ob ich erstmal ein MongoDB-Video machen soll, MongoDB-Video, weil MongoDB ist die Datenbank, die ich für Minecraft empfehle, meiner Meinung nach, und ja, also wie man hier sieht, es ist auch gerade zu Ende das Voting, 56% waren für MySQL. Ihr könnt gerne mal die ganzen Social-Sachen abchecken, mit Erfolgen. Auf Twitter kommen die meisten News, sage ich mal, wenn es was Neues gibt. Und ja, alle Sachen sind in der Beschreibung. Dann will ich noch eine andere Sache eben erwähnen, denn ich habe jetzt schon, die Leute, die mir auf Twitter folgen, haben das auch schon gesehen. Ich habe vor, nächstes Wochenende, also ja, beziehungsweise nächstes Wochenende, wir haben ja jetzt ist noch ein Wochenende dazwischen, aber kurz vor Weihnachten, vom 22. auf den 23. hatte ich vor, einen 24-Stunden-Stream zu machen, wo unter anderem ein paar andere Kollegen, die auch programmieren, mit dabei sein werden. Das Ganze wird hier auf YouTube stattfinden, deswegen könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, würde ich mal sagen, fangen wir jetzt an. Genaues, was da, ja, wann das Film beginnt und sowas, wird außerdem noch auf Twitter kommen, beziehungsweise werde ich nochmal irgendwann hier in einem Video erwähnen. So, dann können wir jetzt aber direkt mal anfangen, denn das ist ja, wieso ihr das Video guckt, genau. Und zwar, wie gesagt, wir machen jetzt ein MySQL-Video, beziehungsweise wie wir das mit der Top-Stats-Wand von damals verbessern können. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein neues Projekt angelegt, nämlich mein YouTube-Projekt, wo ich jetzt auch schon mal drei Klassen erstellt habe. Einmal die Hauptklasse, das YouTube-Projekt, Stats, das wird eine Klasse sein, wo wir die ganzen Variablen bzw. die ganzen Daten aus der Datenbank für einen Spieler drin speichern werden. Und natürlich unseren Datenbankmanager. Ja, wir fangen jetzt hier mal an. Wir sind hier in der Hauptklasse. Ich zeige einmal kurz die POM-XML, die ist wie folgt aufgebaut. Ich habe das Encoding auf UTF-8 gestellt und für die Leute, die das interessiert, die es vielleicht jetzt gerade nicht sehen oder nicht erkennen, ich arbeite mit NetBeans und ja, mit einem Maven-Projekt so rum. Das ist dafür da, dass ich halt die Dependencies bzw. die Sachen, womit ich programmieren will, aus dem Internet beziehe. Und hat noch ein paar Vorteile, wie zum Beispiel, dass man bestimmte Sachen im Bildteil noch konfigurieren kann. Und ja, hier oben in den Properties habe ich gesagt, dass ja, der Source Encoding auf UTF-8 ist, damit wir Sonderzeichen zum Beispiel benutzen können. Als Repository habe ich meine Maven Repository angegeben für die Minecraft-Sachen. Habe in den Dependencies Spigot 1.8.8 hinzugefügt. Das Ganze auf den Scope Provided gepackt, weil ich hier unten das Maven Shade Plugin verwende, um ja, die Dependencies, um sagen zu können, ob die Dependency mit in das Plugin integriert werden muss, wie zum Beispiel, sage ich mal, ein TeamSpeak API oder ja, irgendwie zum Beispiel JSON, was aber jetzt ja in Spigot schon mit integriert ist. Das würde auf Compile mitgestellt werden und da wir Spigot nur als API nutzen, um damit zu programmieren, damit Spigot die Daten laden kann später, müssen wir das auf Provided stellen. Im Bildteil habe ich eingestellt, dass die Resources, die wir hier haben werden, nämlich die Plugin YML, muss ich gleich auch noch erstellen, dass die in dem Ordner Sources Main Resources liegt und alles, was da drin ist und mit YML endet, wird später in das Root-Verzeichnis der Jar reinkopiert. Hier unten sind noch die paar Compiler-Plugins, wie auch das Shade-Plugin integriert. Und ja, ich lege noch einmal schnell die Plugin YML an, nämlich ja, Plugin. Und die soll in Java Main Resource und dann Resources liegen. So, die stellen wir kurz ein. Nämlich Main ist die ist in ME, Shortbyte, YouTube, Projekt, hoppla, dot YouTube, Projekt. So, die Hauptklasse auswählen. Das Plugin wird ja YouTube Projekt heißen. Autor bin ich in dem Fall und die Version ist 0.1. So, haben wir die nämlich schon mal fertig, kann unser Plugin geladen werden. Die POM-XML werde ich jetzt mal schließen und wir wechseln einmal erstmal in den, ja, Stats, in die Stats-Klasse rein.
Diese Klasse, ja, benutzen wir, um später mitarbeiten zu können. Diese werden wir später in einem Loading Cache speichern, um einfach einmal die Daten lesen zu können von einem Spieler. Und in diesem können wir dann die ganzen Werte speichern. Das ist einfach eine Klasse, wo wir ja, Sachen definieren können. Da werde ich jetzt, weil wir jetzt nur eine Tabelle nutzen werden für die Datenbank, ja, hier in den MySQL-Datenbank für die Stats, weil ich jetzt als Beispiel die Stats verwende, die UID und den Namen speichern, damit wir später so eine Stats-Wand machen können. Würde ich das Ganze für ein Netzwerk programmieren, würde ich ja unterschiedliche Tabellen zum Beispiel haben, zum Beispiel noch eine Spielertabelle, wo zum Beispiel noch die Coins mit drin stehen, was für einen Rang er hat und sowas, und da hätten wir den Namen und könnten von daher den Namen beziehen. Aber da ich jetzt gerade nur eine Tabelle namens Stats mache, werde ich das hier mit integrieren. So, wir brauchen jetzt einiges an Variablen, nämlich im Private String, da wollen wir erstmal die UID drin haben. Ein Private String, nämlich den Namen. Dann ein Private Int, nämlich die Death möchten wir speichern. Wir möchten noch die Kills speichern. Dann möchte ich noch die Punkte, die der Spieler haben kann, speichern von dem Spiel. Und dann speichere ich noch sowas wie Games 1 und Private Int Games Played. Weil durch den Daten können wir hier in dem Fall mit Kills and Death können wir die KD ausrechnen und hier können wir noch Win und Lose ausrechnen. So, weil die ganzen Private sind, erstelle ich mir erstmal einmal einen Konstruktor, der leer ist. Und ich inserte jetzt nochmal ein bisschen Code, nämlich die Getter und Setter, dass wir zu allen Variablen, die wir oben eingetragen haben, einmal einen Getter und einen Setter haben, um damit später arbeiten zu können. Das wäre es nämlich dann schon mit der Stats-Klasse. So, in den Datenbankmanager fangen wir jetzt mal direkt an. Um natürlich die Verbindung zur Datenbank aufzubauen, könnt ihr am besten, finde ich, schöner, beziehungsweise ist auch bei weitaus besser, die Daten für die Datenbank aus einer Config laden. Ich persönlich werde jetzt das, weil das nur ein Test-Plugin ist, das alles eben hier mit hart reincoden, aber am besten niemals hardcoded machen, weil wenn mal irgendwie ein Plugin geleakt wird oder sowas, auch wenn das für private Zwecke ist, dann die Daten irgendwie veröffentlicht zu haben, ist nicht gerade praktisch. So, wir brauchen jetzt gewisse Sachen, die werde ich final setzen, weil wir die Daten nur einmal übergeben im Konstruktor und die da einmal gesetzt werden. Und wir wollen ja nicht später einfach mittendrin einfach mal irgendwie den Hostname oder den Port oder sowas ändern. So, mit private final string Hostname, da wollen wir den Hostname drin speichern. In den Int, da möchten wir den Port reinschmeißen. In private final string database halt die Datenbank, wo wir drauf zugreifen. Final string den Username wollen wir noch haben. Und dann brauchen wir noch private final string das Passwort von der Datenbank. So, das wird uns alles gerade noch rot angezeigt, weil es halt nicht definiert ist. Und dafür, das habe ich jetzt mit Steuerung Letters gerade aufgerufen, können wir einen Konstruktor generieren, wo wir alle 5 Werte übergeben, die dann hier zu speichern und damit arbeiten zu können. So, wir machen jetzt hier mal die erste Methode und die wird public sein, weil die soll später aus der Hauptklasse geladen werden können, beziehungsweise damit wir verbinden können. Das ganze Video wird auch ein bisschen länger, wir sind ja jetzt schon gleich bei 10 Minuten, ich wollte das alles in ein Video packen und nicht in mehrere. Und ja, beziehungsweise da wird noch ein zweites Video kommen, wie wir dann mit so einer Stats-Wand fertig machen können, aber dass wir erstmal hier die Datenbankklasse haben. So, public void, void connect, damit wir verbinden können zu der Datenbank. Hier werde ich aber ein runable übergeben. Erkläre ich gleich wieso. Und ja, hier mache ich mir jetzt erstmal einmal ein String fertig, nämlich die URL, die Connection URL, um zur Datenbank zu verbinden. Da werde ich einen Message-Former verwenden. Dieser Message-Former ist von Java selber und da können wir jetzt sowas Schönes machen wie, hier wird nämlich der Pattern, wie das Ganze aussehen soll. Und das ist halt bei MySQL, müssen wir JDBC, das ist das Protokoll mit MySQL, Doppelpunkt //, und hier geben wir jetzt unsere Variablen an, was wir später übergeben haben wollen. Das erkläre ich jetzt gleich auch nochmal weiter. So sieht der String aus.
wie das Ganze aussehen muss. Das mache ich erstmal hier fertig. Hier hinten übergeben wir nämlich gleich die Objekte. Denn hier hinten können wir jetzt ein Array an Objekten übergeben, wie man hier oben sieht. Die dann hier eingesetzt werden an den Stellen, Reihe nach, wie diese geschweiften Klammern mit den Zahlen sind. Also das erste, was wir übergeben, wird hier eingetragen, das zweite da, das dritte hier. Weil Java bei 0 anfängt, fangen wir hier auch mit 0 an. So, hier übergeben wir den Hostname, den wir oben haben. Dann übergeben wir den Port, den mache ich vorsichtshalber zum String, Value of Port, und übergeben uns hinten die Datenbank. Denn ich zeige es mal einmal kurz hier. Standardmäßig ist der Port ja für MySQL 3306. So, würden wir den aber so übergeben und den unten in den Message-Form mal so übergeben, wird er aus dem Port, beziehungsweise den Port unten so einfügen, nämlich der würde dann so, so aussehen, mit einem Punkt dazwischen. Das wollen wir nicht haben, deswegen formatieren wir das vorher zu einem String. So, da haben wir unsere URL und nun wollen wir eine Connection aufbauen und die werde ich hier oben auch hier speichern, weil wir wollen ja nicht bei jeder Abfrage immer eine neue Datenbank-Connection aufbauen. Das wird jetzt in dem Fall eine normale Connection sein. Connection, da unten haben wir sie, nämlich die Java SQL Connection wollen wir haben. So, die speichern wir in Connection und da greifen wir jetzt drauf zu mit this.connection ist gleich Driver Manager. Get Connection und hier werden wir jetzt noch die Properties mit Username und Passwort verwenden. Hier übergeben wir unsere URL, oben unser Username, Passwort und fertig ist die ganze Verbindungssache. Das Ganze, ja, wie wir gerade hier schon sehen, gibt jetzt erstmal, beziehungsweise wird uns angezeigt, dass da noch ein Fehler ist, denn das Ganze muss in einen Try-Catch. Da werde ich einen Block draus machen, dass wir alles da drin haben und ja. Hier unten würde dann, falls da ein Fehler kommt bei der Connection, das Ganze im Log ausgegeben werden. Und ja, das Ganze, dann können wir hier nochmal eine kleine Info ausgeben, und zwar ein S-Out. Und da schreiben wir einfach Database Connected rein. Und jetzt, wenn er nämlich die Verbindung zur Datenbank hat, können wir unseren Runable, den wir oben haben, ausführen. So, das ist nämlich dafür gedacht, dass, weil wir das hier uns ja in der Hauptklasse, bin ich jetzt wieder, initialisieren müssen, beziehungsweise dass wir da auch später von anderen Sachen drauf zugreifen können. Database Manager, da haben wir ihn, den nenne ich auch Database Manager. Gehe in meine Init-Methode, this.database Manager ist gleich New Database Manager. Und hier müssen wir jetzt unsere ganzen Sachen übergeben. Das werde ich jetzt mal die Default-Einträge mal machen. Localhost Port ist 3306. Sollte ich auch richtig schreiben, 3306. So, Database, schreibe ich jetzt testen. Ja, Username. Komm, der soll jetzt mal im Username heißen und das Passwort soll auch Passwort sein. Und nun können wir mit this.database.connect die Methode ausführen und hier noch ein Runable hinzufügen, um später hier drin nach der Verbindung, nach dem Verbindungsaufbau eine Tabelle anzulegen, wenn diese nicht existiert. Das werden wir später machen. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier wieder in unsere schöne Klasse rein. Und machen jetzt nochmal eine kleine Zusatzmethode, nämlich damit wir im onDisable wieder die Verbindung auflösen können, mache ich die Close-Verbindung. Und mache ich das direkt in den Try-Catch. Ja, das können wir im Try-Catch machen. Das muss nämlich sowieso gecatcht werden. Packen wir das hier nämlich alles einmal wieder rein von oben und ändern den ganzen Content. Und zwar fragen wir hier ab, wenn die Connection not gleich null ist, beziehungsweise ich mache es andersrum, wenn die Connection gleich null ist, dann soll er einfach nur hier return und nichts ausführen, weil es ergibt ja keinen Sinn, da eine Connection zu closen. Sonst möchten wir nämlich, wie gesagt, die Connection closen. So, und können auch hier noch ausgeben, Database Connection closed. So, und dieses können wir in der Hauptklasse jetzt in unserem onDisable nämlich ausführen mit this.databaseManager.close. Und da werden wir die Verbindung mit der Datenbank wieder los. So, als nächstes werde ich mir zwei Variablen wieder schreiben. Einmal zum Updaten ein Statement Update und das andere ein Statement für den Query. Da werden wir nämlich die beiden Methoden machen. Ich weiß nicht, mache ich die public? Die können public sein.
Public ist halt dafür da, ja, das sollte man wissen. Public ist von überall drauf zugänglich, wenn man die Klasse, also Zugriff auf die Klasse hat. Private sieht man nicht, ist nur in der Klasse verfügbar und Protected nur in dem Package. Also bei weiteren Klassen in dem Package, aber nicht in anderen Packages. So, Public Void Update. Und hier möchte ich jetzt den Update-String übergeben. Und hier brauchen wir jetzt das Statement. Statement, komm, das SQL-Statement, genau. Das nenne ich Statement und das beziehen wir oben aus unserer Connection und erstellen ein neues Statement. Hier wird er direkt wieder wollen, dass wir einen Try-Catch drum machen. Den haben wir jetzt hier und können jetzt mit Statement.executeUpdate unser String ausführen und mit State.close, Close schließen wir das Statement wieder. Das Ganze nörgelt er jetzt hier rum. Wir können das auch in den Try reinschmeißen. Ja, müssen wir aber nicht. Ich lasse das mal so. Als nächstes machen wir eine Public, diesmal aber Result. Result Set, wo haben wir sie? Da, Java SQL. Ein Result Set zurückhaben, wenn wir den Query ausführen. Da übergebe ich jetzt auch den Query-String. Da werden wir nämlich später, also in dem nächsten Video, mitarbeiten. Hier oben definiere ich unseren Result-Set erstmal als Null und kann das Ganze hier unten schon mal return den Result-Set. So, hier drin werden wir jetzt noch weiter arbeiten und brauchen nämlich jetzt das Statement. Das Statement, nenne ich wieder Statement und bekommen über die Connection.execute, hoppla. Nein, wir müssen erstmal natürlich create Statement machen. So, da nörgelt er jetzt wieder rum, dass wir wieder einen Try-Catch haben. Den schmeißen wir hier rum und das werde ich jetzt hier nochmal mal ein bisschen aufräumen. So, das können wir oben auch wegmachen und jetzt mit dem Statement arbeiten. Beziehungsweise den Result-Set verändern. Den Result-Set, den setzen wir uns nämlich jetzt zu Statement.execute. Query, da oben haben wir es ja direkt, da kriegen wir nämlich ein Result-Set zurück und der wird oben halt definiert, den geben wir zurück, dann können wir das Statement auch wieder closen. So, haben wir die beiden Methoden nämlich schon mal fertig. Wie viele Minuten haben wir so? Wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Ich glaube, das werde ich dann doch ein bisschen splitten, das Video, weil ich glaube, das wird viel zu lang sonst für euch. Hier haben wir erstmal die Grundparameter-Sachen. Dann würde ich sagen, wir machen dann nochmal ein zweites Video, wo wir das Ganze machen. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann wird es noch doch eine kleine Serie aus dem MySQL-Kram. Und hoffe mal, ihr seid am 24-Stunden-Stream dabei. Alles Wichtige wird in der Beschreibung stehen, genauso wie Twitter und sowas. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, beziehungsweise was ihr gerne noch sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.